Lady Mathilda ist eine gut gezogene Debütantin aus einem großen Quartier. Die Stute hat Nennungen für bessere Rennen und so könnte Lady Mathilda die erste Siegerin des Tages sein. Olympia war hier vor 2 Wochen in einem ähnlichen Rennen Zweite. Gegen ihren Bezwinger Gainsborough Head steht sie nun 3 Kilo günstiger als zuletzt. Olympia ist deshalb unsere Favoritin im zweiten Rennen des Tages. Nightlife lief zuletzt in Dresden im Ausgleich 4 als Zweite ein gutes Rennen. So leicht wie heute traf ich die Stute noch nie an. Nightlife ist deshalb unser Tipp im dritten Rennen des Tages. Gora Beret legt eine starke Saison hin. Heute kann der Wallach von großer Reitererlaubnis profitieren. Gora Beret ist deshalb unser Favorit im vierten Rennen des Tages. Berwick Street hat bei seinen bisherigen beiden Starts nicht viel falsch gemacht. Seine gefährlichsten heutigen Gegner ließ er bereits hinter sich. Und so könnte Berwick Street der Sieger im fünften Rennen des Tages sein. Shazam blieb zuletzt in Baden-Baden vielleicht etwas unter den Erwartungen. Doch zuvor siegte der Wallach und heute trägt er sehr wenig Gewicht. Shazam ist deshalb unser Tipp im sechsten Rennen des Tages. Turfbaron hat sich von Rennen zu Rennen verbessert. Seine Iffelsheimer Form war stark und beim einzigen Start in Leipzig siegte er. Turfbaron könnte deshalb der Sieger im letzten Rennen des Tages sein.